Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Wir hier bei Klein Marketing Consulting unterstützen unsere Kunden aus der IT-Branche in der Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung. Und da häufig auch eine Mischung aus Beratung, Softwareentwicklung und Customized Software Anpassungen und Erweiterungen. Wirst du von deiner Zielgruppe wahrgenommen oder ist da überhaupt irgendwas visualisiert? Ja, gibt es überhaupt Fotos oder ein paar Videos mal oder irgendwas oder ein paar Referenzen? Und um das wiederum zu optimieren und zu beschleunigen, benötigst du Zaster. Ja, du benötigst liquide Mittel. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting. Wir hier bei Klein Marketing Consulting unterstützen unsere Kunden aus der IT-Branche in der Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung. Und das operativ sowohl als auch beratungstechnisch. Also viele wollen letztendlich delivered haben das, also einfach die wollen die Leads haben, die wollen die Neukunden haben, die wollen die neuen Mitarbeiter haben, die wollen auch Recruiting gehört teilweise dazu, was wir mittlerweile alles machen, die wollen das neue Videomaterial haben, die Fotos etc. etc. Aber wollen auch gleichzeitig ein bisschen besser verstehen, was dahinter steckt, hinter diesen ganzen Maßnahmen, Strategien, Methoden, Taktiken etc. Und da können Sie natürlich bei uns aus dem Vollen schöpfen, denn ich mache das Ganze schon seit mehreren Jahrzehnten und das Ganze auch spezialisiert auf die IT-Branche. Ja, und da jetzt insbesondere wiederum in der IT-Branche sind wir seit vielen Jahren auch spezialisiert auf die Softwareentwicklung, sei es jetzt individuelle Softwareentwicklung, als auch standardisierte Softwareprodukt, sagen wir mal, Entwicklung, Beratung, sowas ganz besonders wie zum Beispiel SAP, aber auch andere Produkte wie zum Beispiel Salesforce, Microsoft, das sind so die Platzhirschen im deutschsprachigen Raum. Dann gibt es natürlich auch noch Adobe für bestimmte Konstellationen. Mehr international gibt es dann noch IBM, Oracle und so weiter. Ja, aber wir haben ganz viel gehabt, Kunden im Bereich SAP und dann häufig auch in Kombination mit Salesforce und Adobe, da gibt es dann wieder Schnittstellenthemen etc. pp. Und da häufig auch eine Mischung aus Beratung, Softwareentwicklung und Customized Software Anpassungen und Erweiterungen. Und das letztendlich vom Mid-Segment, Mid-Market-Segment bis High-End bis Top-End. Und was bedeutet das? Naja, Top-End ist zum Beispiel ehemalige Kunde von mir, die Diconium, VW-Tochter, die sagt, naja, wir wollen keine Projekte, die geringer sind als wie eine 500.000 Euro Auftragsvolumen, weil das ist schon fast die Installation eigentlich, was so zum Beispiel so eine SAP Commerce Cloud kostet. Ja, also das ist dann sozusagen Top-End. Ja, High-End startet letztendlich so ab 300.000, 400.000 Euro und dann letztendlich Mid-Segment, ja, da ist dann ein Kunde von uns schon zufrieden, auch zufrieden, wenn das ganze Projekt eventuell 80 bis 300.000 Euro wert ist. Aber generell ist unser Ziel immer, einen Kundenwert zu erschaffen für unseren Kunden von mindestens sechsstellig und unteres bis mittleres sechsstelligen Bereich und natürlich idealerweise siebenstellig auf einen langen Zeitraum von mehreren Jahren. Und wenn man das geschafft hat oder wenn man da erfolgreich ist, dann spielen auch so, ja, diverse Kostenfaktoren im Marketing, Vertrieb keine so große Rolle mehr. Ja? Vorausgesetzt natürlich ein paar weitere Faktoren sind ebenfalls gegeben. Und es gibt natürlich sehr viele Stellschrauben, um erfolgreich ein Softwareentwicklungsbusiness oder auch ein IT-Beratungsbusiness aufzubauen. Das ist auch eine etwas längerfristige Geschichte. Das heißt, also wenn uns natürlich Kunden, auch neue Kunden bei mir anklopfen und wollen es erstmal austesten für ein paar Monate und so weiter, sage ich, ja gut, können wir gerne machen. Aber in der Regel ist letztendlich das Ganze schon nicht einfach so mal hopp, hopp, ein paar Monate lang ein paar Leads machen, sondern das ist eine langfristige begleite
Begleitung, die wir in der Regel anbieten unseren Kunden. Denn nur dann können wir auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zuversichtlich sagen, okay, mein lieber Kunde, wir können dir mehr oder weniger garantieren, du gehst in die richtige Richtung, ja, gesamtheitlich. Ja. Und dazu gehören zu diesem gesamtheitlichen Paket eben einige mehrere Faktoren, sowas wie Direktmarketing, Direktvertrieb, als auch die Webseite, als auch was dahinter ist im Backend, ja, als auch im Frontend die Visualisierung, wie wirst du von deiner Zielgruppe wahrgenommen oder ist da überhaupt irgendwas visualisiert? Ja, gibt es überhaupt Fotos oder ein paar Videos mal oder irgendwas oder ein paar Referenzen in Videoform idealerweise und so weiter und so weiter. Heute, lange Rede, lange Vorrede, aber es ist immer wieder wichtig, auch Leute, also Prospects für mich, ja, Interessenten abzuholen, die auf YouTube neu dazugekommen sind. Es sind einige neue Abonnenten dazugekommen in den letzten Wochen, Monaten. Wir sind jetzt bei circa knapp unter 1900 Abonnenten. Und das ist doch im B2B, auch in dieser sehr nischigen Branche, wo ich unterwegs bin, also meine Zielgruppe, ist doch eine ganze Menge. Und deswegen hier nochmal die ganze Einleitung. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema dieses Videos. Im Zuge dessen, ich hatte ja gerade eben erwähnt, es gibt einige verschiedene Stellschrauben, die müssen alle ineinander greifen, optimiert, sodass du dann letztendlich auch nicht nur skalieren kannst, sondern auch relativ schnell skalieren kannst, denn du kannst ja auch dir eines bewusst sein, die Welt, die Uhr dreht sich immer schneller. Ne? Veränderungen kommen immer schneller, Stichwort künstliche Intelligenz und so weiter. Niemand wirklich kann mehr 10, 20 Jahre im Voraus planen. Das ist fast unmöglich. Das, was vielleicht vor einigen Jahren, vor 10, 20 Jahren noch irgendwie möglich war. 5 Jahre ist auch schon schwer. 2 bis 3 Jahre ist sogar auch schon schwer teilweise. Das heißt, 1 bis 2 Jahre mehr planen die meisten gar nicht im Voraus, weil es gar nicht mehr so richtig möglich ist. Bedeutet im Umkehrschluss, auch du musst schneller werden mit zum Beispiel Time to Cash. Wie schnell bekommst du deinen Cashflow rein? Wie schnell gewinnst du deine Kunden? Na, wie lange sind die in der Pipeline, das sogenannte Nurturing, ja, bis dann endlich mal was passiert? Und so weiter und so weiter. Und um das wiederum zu optimieren und zu beschleunigen, benötigst du Zaster. Na, du benötigst liquide Mittel. Und einer von diesen Faktoren, nicht gerade zu unterschätzenden Faktoren, wie du liquide Mittel optimierst, sprich einfach mehr liquide Mittel schneller zur Verfügung hast, ist das Thema Margin. Okay? Also deine Gewinnspanne. Und jetzt reden wir im Zuge von Gewinnspanne einen Unterpunkt. Also wir sprechen heute, sagen wir mal, das können wir gerne hier mal als Überschrift nehmen zu diesem Video. Im Zuge des Themas Gewinn und wie du deine Gewinnspanne optimierst, möchte ich heute mal mit dir über das Thema Nearshoring und Offshoring, also das Ressourcenmanagement und das Ressourcengenerieren und auch das Recruiting generell erstmal, ne, bevor du überhaupt irgendwas hast, musst du erstmal mit Recruiting anfangen. Also Mitarbeiter gewinnen, ja, die richtigen Mitarbeiter im Nearshore- oder Offshore-Bereich. Was bedeutet das im Konkreten, wenn du da noch ganz vorne dran bist und nie dich damit befasst hast? Nearshore ist sowas wie Portugal, da haben sie aber jetzt auch wieder ein paar Regeln geändert, ne, für so digitale Nomaden und sowas. Europa da wieder ein bisschen Riegel vorgeschoben. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt nicht, ich ziehe mir da sehr viel rein diesbezüglich, aber ich bin jetzt kein ausgewiesene Experte, ne? Also musst du natürlich deinen Steuerberater und so weiter fragen. Aber generell Portugal, ja, das ist mehr so im Westen drüben. Dann hast du sehr stark im Osten, hast du die ganzen ehemaligen Ostblockländer, ne? Rumänien, Polen, Tschechien, Slowakien, Ungarn und so weiter, wo du halt bis vor kurzem noch, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, schlag mich tot, in Rumänien sozusagen waren zum Beispiel Softwareentwickler, ausgenommen von der Einkommensteuer. Also das musst du dir mal vorstellen, du wirst eingestellt in Rumänien, ja, von einem, dort gibt es ganze Nearshore Center, ja, also so Firmen wie Continental und so weiter, die haben da quasi ganze Städte errichtet, wo nur Softwareentwickler sitzen. Und
mehr oder weniger. Muss man mal vorstellen, du hast also Leute, also Lebenshaltungskosten sind dann nochmal niedriger, wie zum Beispiel Ungarn oder Tschechien. Also du hast da Leute sitzen, denen zahlst du grundsätzlich nur 20-30% von dem, was du hier bezahlst. Und dann gleichzeitig von dem, was die aber bezahlt bekommen, weil sie Softentwickler sind, müssen sie keine Einkommensteuer bezahlen, also zero. Also meiner Meinung nach ist das immer noch gültig, dieses Gesetz. Kannst du ja selber alles nachgoogeln. Wie gesagt, Disclaimer, ich bin ja nicht der ausgewiesene Experte, aber ich weiß halt viele Brocken hier und da und kann das irgendwie dann auch zusammenführen und interessiere mich halt auch persönlich für diese ganzen Themen extrem stark. Und das ist natürlich schon krass, ne? Und das ist ja auch nicht grundlos, warum da so riesige Konzerne da ganze Nearshore-Center aufgebaut haben, ne? Wo so hunderte von Leuten da sitzen und arbeiten in der IT-Branche. Ja? Gibt es auch andere Länder und so weiter. Ukraine war ja auch ein großes Land, bis eben die Krise eingetreten ist und so weiter. Und dann gibt es auch noch andere Länder und andere Sachen. Aber hierzu bitte einfach mich kontaktieren. Ich kann dich da gerne auch mal kurz einführen und dann eben mit entsprechende Experten auch auf meiner Seite kontaktieren. Ich habe da sehr gute Leute, auch mittlerweile Kontakte aufgebaut in diversen Bereichen vor Ort. Ne? Also wenn du da noch ganz am Anfang bist. Die meisten Leute, ich würde mal sagen so 8 bis 10 von 9 Anfragen, die ich in den letzten 1 bis 2 Jahren erhalten habe, hier bei Klein Marketing Consulting in München, / Dachau, sind Leute, ja, die haben sich da schon sehr viel mehr Gedanken drüber gemacht. Die haben da schon ihre Kontakte geknüpft. Die haben häufig schon irgendwie, eventuell sind da schon, sagen wir mal, haben Immigrationshintergrund aus bestimmten Ländern und haben da schon diverse Liaisons rüber. Und dann gibt es nochmal eine andere Kategorie, das sind in der Regel einfach, würde ich jetzt mal so sagen, deutschstämmige, ja, also ursprünglich zweite, dritte, vierte Generation oder irgendwas, ja, die da jetzt nicht quasi von ihrem Stammbaum her irgendwelche Liaisons haben oder von ihrem Ehegatten oder Ehegattin oder irgendwie sowas, ja, sondern einfach nur erkannt haben, okay, IT-Experten, Softwareentwickler und dergleichen oder generell Mitarbeiter sind mehr oder weniger mittlerweile fast unbezahlbar. Man sieht es ja, ne, MAN, Miele, wie sie alle heißen, überall würden hier Leute in Kurzarbeit geschickt, ja, in Deutschland, besonders im Münchner Raum, Baden-Württemberg und so weiter, wo einfach die Löhne und alles nochmal höher ist. Und in diesen anderen Ländern wie Polen, Tschechien und so weiter werden eben Fabriken gebaut und dort werden Leute massiv eingestellt, ja, aus den ganzen bekannten Gründen. Und dann noch sind dann diverse Länder, bieten dann noch natürlich diverse Incentives und so weiter. Ne? Riesiges Thema. Für dich jetzt, für dieses Video, möchte ich jetzt mich mal ganz kurz auf 3, 4, 5 Punkte fokussieren, worauf du ganz besonders achten musst, wenn es darum geht, wenn du mit Gedanken spielst, irgendwas in Nearshore und noch viel, viel mehr im Offshore-Bereich zu machen. Da gibt es nämlich einen riesigen Unterschied, okay? Also das schon mal vorweg. Nearshore, ja. Ist, ja, nicht gleich, ist ungleich Offshoring, ja, in der IT-Branche. Ist völlig was anderes. Und da gibt es dann auch kombinierte, diejenigen von euch, die schon ein bisschen erfahrener sind, da gibt es noch kombinierte Strategien, sodass man letztendlich beides macht. Ja. Nearshoring und die im Nearshoring-Bereich, das sind also, die haben mehr so mittleres Management wird dann dort eingestellt, ja, die dann wiederum die Leute im Offshoring hier kontrollieren, betuteln, ja, Arbeitsanweisungen vergeben und so weiter. Also quasi die ganzen Teamleiter und Projektleiter sitzen dann in Nearshore und der Rest sitzen irgendwie im Offshore. Ne? Also welche konkrete Strategie auch immer du verfolgen möchtest oder dir vielleicht schon mal überlegt hast, sei jetzt mal dahingestellt. Du kannst dich auch gerne bei uns melden. Wir kriegen da auch zunehmend mehr Erfahrungen, weil wir auch einfach so viel mitbekommen, aber auch generell, ja, habe ich mich persönlich in den letzten 1 bis 2 Jahren auch sehr stark damit beschäftigt, weil es führt ja gar kein anderer Weg daran vorbei. Ne? Aufgrund der makroökonomischen und auch mikroökonomischen Konstellationen, ja, ist es auch ganz wichtig, dass man auch diverse, die, die
diversifiziert, also Risikodiversifizierung auch betreibt, dass man eben die Gewinnspanne maximiert. Na, was bringt es, wenn du ein 5-Millionen-Euro-Business hast und deine Gewinnspanne ist 15 oder vielleicht sogar 10 und nur oder sogar unter 10%? Ja, du trägst ja ein unfassbares unternehmerisches Risiko. Ja, 5 Millionen Euro setzt du um, was da alles dranhängt. Ja, Krankheitsfälle musst du ersetzen, dies und das und jenes. Wenn du 10, 20, 30 Mitarbeiter hast in der Softwareentwicklung, besonders wenn du einfach direkt verkaufst, ja, ins Projektgeschäft rein zum Beispiel, und dann bleiben dir am Ende vielleicht mal 750.000 Euro, wenn du Glück hast, übrig, oder 500.000. Das ist schon sehr, sehr dünn. Ja, sehr, sehr dünn. Ja, dann hast du hier mal vielleicht irgendwo eine Vorsteuer oder dass vielleicht mal ein paar Leute in Österreich sitzen, dann hast du plötzlich 13. und 14. Monatsgehälter, die musst du quasi, da musst du quasi zur Halbjahresmitte im Juni oder Juli, musst du quasi doppeltes Gehalt zahlen zu allen deinen Angestellten, die eventuell in Österreich sind. Also es ist quasi noch krasser. Ja, und im Dezember nochmal. Ja, also wenn, also das sind schon für so einen kleinen, bis nicht ganz kleinen, aber vielleicht schon mit 10, 20, 30 Mitarbeitern Softwareentwicklerbude, na, ist das alles nicht ganz so trivial. Da muss man schon sehr, sehr verdammt aufpassen. Deswegen ist es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Jetzt aber hier mal zu diesen ganzen Tipps und Tricks und, ja, Tipps und Tricks würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber einfach mal Erfahrungswerten, die ich dir hier gerne mitgeben möchte, wo du unbedingt achten musst drauf. Denn Gesetz dem, was ich jetzt alles sozusagen hier erzählt habe bis zu diesem Punkt, möchte man ja einfach sagen, ja, okay, lieber Thomas, ist ja alles super. Ja, machen wir einfach unser Nearshore-Center, machen wir einfach unser Offshore-Center, Nearshore-Center irgendwo in Osteuropa, und dann komme ich auch mal ein bisschen rum, da reise ich dann ein paar Mal hin. Und Offshore-Center machen wir so zum Beispiel in Indien. Ja, das ist ja nach wie vor es gibt ja diesen Film, der ist jetzt schon über 20 Jahre alt, Outsourced. Ja, würde ich dir wirklich empfehlen, da lachst du dich kaputt. Also es ist einer der witzigsten Filme, der mir damals jemals empfohlen wurde. Da habe ich zu Hause noch eine DVD. Die DVD ist, glaube ich, auch knapp 25 Jahre alt oder sowas. Indien. Indien ist jetzt, glaube ich, innerhalb der letzten, wir haben jetzt 2024, ich glaube 2023 ist Indien, glaube ich, vom Aktienmarkt her, einige Firmen sind um 300% gestiegen oder so im Durchschnitt. Ja. Also da boomt es unfassbar, ist fast jetzt schon wieder am Überhitzen, das Ganze teilweise. Und ja, ich meine, denen geht's gut. Ja, haben jetzt da wahrscheinlich auch ein gutes Geschäft gemacht, indem sie einfach das ganze russische Öl und so weiter halt aufgekauft haben, wo wir sozusagen direkt nicht mehr kaufen durften oder wollten oder konnten. Ne? Und haben es dann indirekt wieder weiter verschibbert mit einem Aufschlag. Also denen geht es insgesamt super, haben eine richtige große Bevölkerungsdichte, haben sehr viele Leute, die sehr, sehr ambitioniert sind. Ne? Letztendlich, denen steckt dann teilweise auch, je nachdem aus welcher Region, auch noch so ein bisschen die Armut und das alles noch so ein bisschen. Da gibt es ja noch sehr viel ärmlichere Regionen oder bis vor kurzem zumindest. Das ist ja alles quasi so im Überholmodus. Ja? Und das ist aber noch alles gar nicht so lange her. Deswegen haben die das immer noch so, wo wir quasi in Deutschland oder so Mitteleuropa, wo wir einfach unfassbar satt sind und wir wissen ja gar nicht mehr, was Armut bedeutet und so weiter. Ne? Bei uns geht es jetzt quasi bergab und bei denen geht es eben bergauf. Ne? Also das ist so ein bisschen auch von der Mentalität her. Passt es erstmal schon, ja. Aber. Jetzt kommt das ganz große Aber. Jetzt im Mikrolevel, also im Makrolevel, sieht es alles super aus. Und so günstig sind sie ja auch nicht mehr wie vor 10, 20 Jahren. Ne? Also wenn du einen guten Softwareentwickler, ich habe einen guten Freund, der hat auch vier verschiedene Firmen. Und Softwareentwickler seit 25 Jahren, 30 Jahren, schon ein älterer Typ. Und er sagt, ist ein Pakistani, und er sagt, naja, wenn du jetzt sagst, Inder sind, glaube ich, immer ein bisschen besser noch wie Pakistani, sagt er. Und wenn du einen guten willst, musst du da auch 3.000, 4.000 Dollar mindestens hinlegen. Also bist du auch quasi vielleicht jetzt halb so günstig, ja, aber jetzt nicht irgendwie so ein Drittel oder noch weniger oder sowas. Ne? Also auch da ändern sich Dinge und wie gesagt, auch da wieder das Thema Zeit matters, ja, time matters, ja, die Uhr tickt immer, also deswegen immer aufs Gaspedal und wenn du da irgendwas
Ja, streich mal deine ganzen Urlaube und gib mal Gas. Ja. Weil alles hat, jede Opportunity im Markt, Mikro-Level, Makro-Level, egal, Nearshore, Offshore, egal wo, was, wie, wann, hat alles hat sein Zeitfenster. Und diese Zeitfenster, weil alles immer schnelllebiger wird, werden häufig schneller geschlossen, immer zügiger geschlossen, als wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, wenn du auch ein älteres Semester bist. Kannst dich bestimmt erinnern, vor 20, 30 Jahren, da war es alles noch ein bisschen gemächlicher, ne? Alles noch ein bisschen gemütlicher. Ne? So wie, vielleicht wie in Kolumbien heutzutage. Ne? Da heißt es ja auch, die Kolumbianer, ne, gehen ungefähr nur ein Drittel so schnell wie die Deutschen. Ja? Die Deutschen, meiner Meinung nach, gehen mittlerweile nur halb so schnell wie manche Asiaten. Ja? Also von daher dranbleiben. Also jetzt endlich mal zu diesem eigentlichen Thema. Und zwar, das mache ich hier einfach nochmal lila, um das Ganze ein bisschen hervorzuheben. Das, was viele wirklich unfassbar unterschätzen, was so offensichtlich ist, der eine große Unterschied, meine Damen und Herren, ist die Sprache. Ja? Also das ist mal das Erste. Jetzt magst du vielleicht sagen, naja, das war ja ursprünglich mal eine englische Kolonie, da sprechen ja alle Englisch. Ja, ich würde dir mal empfehlen, ein bisschen so einfach zu telefonieren. Ja, in irgendwelche Serviceportale oder sowas, da wo halt Inder hauptsächlich sind. Also manche sprechen zwar Englisch, aber dem muss dann danach erst erklärt werden, dass der, was der jetzt gerade erzählt hat, auf Englisch war. Ja? Also du verstehst kein Wort, obwohl er Englisch spricht. Das gilt auch für andere Länder, nicht nur für Inder, das gilt auch für, ich kenne auch Leute aus Laos, aus Thailand, aus Vietnam. Ja, all diese Länder, da gibt es Leute, die schreiben auf ihren Lebenslauf, okay, ich kann zwar Englisch, aber wenn die dann mit dir unterhalten, verstehst du nicht ein einziges Wort. Ja? Schon gar nicht, also ich war lange genug im Ausland und habe in der UK studiert, ein ganzes Degree und so weiter. Also mein Englisch ist schon ganz okay, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich verstehe trotzdem kein Wort, was die sagen. Ja? Also Sprache und vor allen Dingen, manchmal ist es sogar noch schlimmer, desto mehr überzeugt jemand ist, dass er Englisch gut kann, weil der eine sagt was, der andere sagt was und trotzdem meinen beide irgendwas komplettes anderes. Ja? Und das leitet mich gleich über zum nächsten Punkt, das ist die Mentalität. Zweitens, die Mentalität ist letztendlich auch, es ist nicht so, dass einfach nur sprachliche Barrieren oder Missverständnisse leichter erfolgen, weil es einfach was anderes ist. Das ist ja schon quasi bei unterschiedlichen Bundesländern innerhalb von Deutschland teilweise so. Ne? Also wenn du wirklich einen Schwaben hast, der wirklich stark schwäbelt, wird es ja auch hart für einen Bayern, ja? Und umgekehrt für einen Niederbayern, der stark Niederbayerisch spricht. Ja? Und die Mentalität zwischen Schwaben, Baden-Württembergern, Bayern und sagen wir mal jetzt halt Sachsen oder sowas, ne? Ist ja auch unbedingt jetzt nicht unbedingt die gleiche immer. Ja? Aber da kannst du dir vorstellen, ist das Ganze nochmal Vielfaches potenziert. Ja, du hast zum Beispiel jetzt auch im Nearshore-Bereich, ja, auch in, nicht immer, aber vielleicht grundsätzlich Leute, die vielleicht auch ein bisschen gemächlicher sind, die Dinge nicht ganz so korrekt nehmen und nicht so genau. Ne? Einfach die das Leben einfach ein bisschen nicht so pingelig sehen und auch nicht so, sagen wir mal, so Money und Success focused, ja, für die ist wichtig, dass sie, ich rede jetzt von Ungarn, Rumänen, Bulgaren und so weiter, für die ist halt wichtig, dass sie das Leben genießen. Ja, das ist mindestens genauso wichtig, wie irgendwie erfolgreich zu sein im Beruf oder irgendwie sowas. Ja. Und da sind einfach die Prioritäten dann mentalitätsmäßig einfach ein bisschen anders. Und das nächste, was ich hier noch, Mentalität ist letztendlich das. Die Fähigkeit, und das Wort habe ich selber erfunden, eigenständige Denkfähigkeitsgrad. Ja, okay. Jetzt in Bezug insbesondere auf Softwareentwicklung. Das ist ich hoffe, man kann es lesen. Eigenständige Denkfähigkeitsgrad. Also, was meine ich damit? Das ist ein kompliziertes Wort, habe ich selber erfunden, bin ich sehr stolz drauf, habe ich mir gestern überlegt. Was will ich damit sagen? Diejenigen von euch, die schon mal Erfahrung gemacht haben mit einem Inder, Pakistani etc., in der Softwareentwicklung irgendwie im Projekt gewesen zu sein und dergleichen,
die wissen genau, von was ich rede. Diejenigen, die auch keine Erfahrung gemacht haben, für die ist es vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, was ich da genau damit jetzt meine. Es ist quasi so, mal angenommen, du hast jetzt einen Frontend-Entwickler, der sitzt in Indien. Das ist ein typischer Inder, ne? Voll Mentalität, der hat auch noch nie in Deutschland gelebt, weiß gar nicht, von was du da sprichst, wenn du sagst, die deutsche Mentalität, weiß er eigentlich nichts davon. Und den gibst du jetzt quasi eine Aufgabe, ja, programmiere hier das Frontend, ja, in JavaScript, Angular, React oder was auch immer. Dann würde das einfach machen. Ja? Und wenn da irgendwo ein Haken dran ist, sei es jetzt in der Kommunikation, was missverstanden wurde oder in den Anforderungen irgendwie ein kleiner Fehler drin ist oder sowas, dann wird es dem zu fast 100%, mit fast 100%iger Sicherheit, würde das einfach trotzdem so runterarbeiten, die dann so fertig geben und dann ist da der kleine Fehler drin oder irgendwas. Und dann sagst du, hey, warum hast du das gemacht? Da ist doch dieser kleine Fehler, das hättest du auch erkennen müssen. Dann sagt er, naja, das waren doch die Anforderungen. Also die Fähigkeit, selber zu denken, selber alles sozusagen zu reflektieren, was man macht als Softwareentwickler, ist da meistens etwas untergraben, ja, ist etwas vernachlässigt, bis zu fast nicht vorhanden. Was das Ganze natürlich im Aufwand bei größeren Projekten, wenn du jetzt da viele Leute, solche Leute hast, natürlich unfassbar potenziert. Und das wiederum wirkt sich ja auch wiederum negativ auf deine Gewinnspanne aus, weil du hast jetzt zwei Leute sitzen, die sind irgendwie nur halb so teuer oder im besten Fall ein Drittel von dem, was du bezahlen müsstest hier in Deutschland. Aber jetzt brauchst du natürlich nochmal eine ganz andere Gruppe von Leuten, die wiederum die Leute, die wesentlich besser nochmal sind, also in der eigenständigen Denkfähigkeit, ja, als wie die Offshore-Leute, die sitzt du dann zum Beispiel im Nearshore. Und dann musst du natürlich aber auch die Nearshore-Leute bezahlen, damit sie die Offshore-Leute kontrollieren und qualitätsmäßig die Qualitätsprüfung machen, immer wieder an die Hand nehmen, immer wieder sagen, hier würde ich nochmal nachdenken, nochmal nach überlegen, hier vielleicht eine bessere Lösung finden. Ja, häufig ist es doch auch so, dass man vom Kunden, vom Endkunden, ja, mal angenommen, wir reden jetzt von einem großen deutschen Maschinenbauer, der braucht ein großes neues Kundenportal oder ähnliches, dass man da sich zwar viel Gedanken über die Anforderungen und alles Mögliche gemacht hat, aber häufig doch auch da nicht immer alles perfekt ist. Und da genau bietet es sich doch an oder es zahlt sich häufig aus, wenn man dann einen Softwareentwickler oder Dienstleister zur Hand hat, besonders bei den größeren Projekten, desto größer die Projekte, desto mehr potenzieren sich natürlich diese kleinen Fehlerlines und so weiter, der mitdenken kann. Ja? Also desto mehr zahlt sich doch aus, dass man dann einen Softwareentwickler hat, der mitdenken kann. Ja? Und das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Nochmal, ich möchte hier nicht sagen, okay, mach auf gar keinen Fall Offshoring oder Nearshoring oder die Kombinationsstrategie daraus oder idealerweise hast du noch Leute hier in Deutschland sitzen. Ja? Das ist auch noch viel, viel besser, weil häufig ist es so, dass einfach die Kunden auch Leute vor Ort mal haben wollen, ein paar Wochen und so weiter. Besonders die Lead-Architekten, besonders die auch beraterisch gut drauf sind, die halt eben genau diesen eigenständigen Denkfähigkeitsgrad sehr stark ausgeprägt haben. Ja? Und deswegen ist hier die Kombination aus diesen Elementen, das sind wie so Bausteine, die ineinander alle übergleiten müssen, im richtigen Verhältnis, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert und dann auch Fahrt nehmen auf kannst, Wind aufnehmen kannst und letztendlich dann dein eigentliches Ziel, wo du ja quasi deine Gewinnspannenoptimierung, ja, wie mit der langen Einleitung dieses Videos, ich ja ausführlich beschrieben habe, warum das so wichtig ist, oder eins von den wichtigen Stellschrauben, damit du auch erfolgreich langfristig skalieren kannst als Softwaredienstleister, Entwickler. Ja, du willst ja, wenn du jetzt quasi noch am Anfang bist, machst du irgendwie ein paar hundert K oder irgendwie was, eine halbe Million oder sowas im Jahr. Die meisten, die sich bei mir über YouTube melden, sind da in der Gegend knapp unter einer Million oder ja, gut sechsstellig. Du willst ja möglichst schnell dahin kommen, dass du 5, 6 Millionen machst, idealerweise 10, 20 Millionen. Ja? Weil du dann einfach, wenn du es richtig machst, genug Geld übrig bleibt, dass du da endlich auch mal wirklich was reingeben kannst ins Marketing und in den Vertrieb reingeben kannst. Dass du da wirklich mal auch ein paar Leute sitzen hast, fest in Deutschland, die für dich Marketing und Vertrieb machen. Das kann jetzt halt
bei uns sein, dass wir dir da helfen, dass wir das für dich aufbauen, bei uns, ja, oder halt auch bei dir oder eine Kombination daraus. Ja, aber das ist ja das Ziel. Das ist ja das Ziel. Denn wenn du dann nicht hinkommst, dann ist da ist so ein Threshold, so eine unsichtbare Mauer, besteht halt immer wieder die Gefahr oder die sehr starke Möglichkeit, dass du einfach über einen längeren Timeframe hinweg, weil du die Cashflow-Power nicht hast, einfach in die Unbedeutsamkeit irgendwie abrutscht und einfach nie wirklich dich mal aus deiner, sagen wir mal, aus deinem Freelancertum irgendwie befreien kannst. Ja? Also du bist eigentlich quasi nie richtig zum Unternehmer. Du bist halt immer nur irgendwie so ein Freelancer und hast irgendwie ein paar Partner oder ein paar andere Freelancer oder vielleicht eine Assistentin oder was auch immer. Ne? Und daraus folgend kommst du nie über diese diese unsichtbare Mauer von siebenstelligen Umsätzen, kommst du nie drüber hinaus. Du bleibst immer drunter, also unter 1 Million Euro in der Regel. Und das ist halt sehr schlecht, beziehungsweise das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass du so dir einen guten Wohlstand aufbauen kannst. Und darum geht es uns ja letztendlich alle. Ne? Also nicht nur, dass du hier Feuer unterm Arsch hast, ansonsten würdest du dir dieses Video gar nicht anschauen, das glaube ich dir schon, sondern dass du letztendlich auch die richtigen Schritte einleitest, strategisch und langfristig, dass du halt auf ein Level kommst, wo du auch irgendwann mal sagen kannst, okay, ich kann hier jetzt gediegen mir sozusagen eine Holding aufbauen und hier mal auch ein paar Immobilien und mal so diversifizieren auch, ja, dass ich mal auf so ein Level komme, ja, beziehungsweise eventuell meinen ganzen Laden dann in Exit hinlegen, sodass ich halt dann einfach meinen Wohlstand auch genießen kann. Ja, ich will ja nicht einfach nur hustlen mein ganzes Leben, dann, wenn ich 60, 70 bin, tot umfallen, dann am Ende ist mir nichts übrig geblieben. Ja, aber das kann dir sehr stark passieren, auch im Zuge auf den hohen Inflationsraten und was da noch alles auf uns zukommen wird. Das wird jetzt nicht der letzte Inflationsschub gewesen sein, der von 2023, 2022, aufgrund von... Ja, yeah, you name it, ja, Ukraine-Krise, dies, das, jenes, ich habe es vorhin schon gerade erwähnt, ja, Gas und Öl und dies und das und jenes, aber das sind letztendlich alles nur, ja, Einzelfaktoren. Insgesamt war die Welt noch nie so überschuldet, jetzt mal ganz kurz einen Ausflug in Makroökonomie, ja, und dieses Problem ist ein echtes Problem, ja, kriegen die ganzen Regierungen in der Welt einfach nur damit gelöst, indem sie einfach die Währungen stark inflationieren. Ja? Das ist the only way. Ansonsten bricht alles zusammen. Ja? Also das ist sozusagen, das steht fest geschrieben, ist in Stein gemeißelt. Ja? Ab und zu gibt es so wieder, es kommt in Wellen. Ja? Jetzt sind wir gerade wieder in so einer leichten Deflationsphase in Deutschland ganz besonders, weil da einfach ein bisschen rezessiv alles ist und so. Aber die nächste Zinssenkung ist ja schon programmiert. Ja? Und das musst du alles mit einkalkulieren. Das heißt, es gibt Timeframes, es gibt Zeitfenster, ja, die sich schließen werden. Und deswegen nochmal meine Bitte, wenn du irgendwas vorhast in dieser Richtung, was ich jetzt gerade beschrieben habe, oder auch andere Punkte, die mich betreffen als unsere Dienstleistung, unsere Kernkompetenz, wo wir ID-Dienstleister helfen, die genau in diesem Threshold sind, ne? 100.000 bis 500.000, noch unter 1 Million ganz besonders, dann hast du einfach viele von diesen kleinen Stellschrauben einfach noch nicht gesetzt. Hast auch noch vielleicht gar kein Fundament gelegt, ja? Also so ein bisschen im Backend, ne? Also CRM-System, vernünftige Webseite verknüpft mit einem vernünftigen Kalendertool und all diese kleinen Kleinigkeiten. Da gibt es so 17, 20 verschiedene Sachen, die man da anlegen sollte, so Schritt für Schritt. Das müssen wir nicht alles auf einmal machen, ne? Also musst du jetzt nicht einfach hier sofort 20.000 Euro investieren, um das ganze Backend-Setting jemanden machen zu lassen. Das kann man Step-by-Step machen. Wichtig ist, dass du dir mit Direktmarketing und Direktvertrieb möglichst viele Kunden holst, wo dir auch möglichst viel übrig bleibt. Das ist immer wieder beim Thema Gewinnspanne. Dieses ganze Near- und Offshoring ist natürlich ein großes Thema. Das ist aber nur eins von vielen kleinen Stellschrauben, um deine Gewinnspanne zu optimieren. Hierzu gerne bei uns auch einen Termin buchen, denn ich werde anders, wie zum Beispiel ein Pascal Pfeil von Mehr Geschäft, garantiert nicht meinen besten Content hier gratis auf YouTube alles rausgeben. Ich gebe hier zwar sehr viel auf YouTube raus, um einfach mich als Experte sozusagen zu beweisen und die Beweise dafür zu liefern, dass ich eben Experte bin und dass ich auch meine Firmen
meine Consultancy und meine Agentur eben auch eine gewisse Reputation genießen darf. Das ist sozusagen, was Social Media bewirken darf und kann. Aber die viele Details, ja, sozusagen den Best of the Best Content, den werde ich niemals in meinem Leben hier gerade auf YouTube zur Verfügung stellen. Ja, denn ich finde es immer so witzig bei Pascal Pfeil von Mehr Geschäft zum Beispiel, wenn er zum Beispiel, der macht YouTube-Werbung, ne, also YouTube-Ads schaltet er massiv in letzter Zeit, um auf seinen kostenlosen Online-Kurs hinzuweisen, der einen Wert hat von 2000 Euro. Wenn man dann sich dort einloggt, dann sind es letztendlich nur YouTube-Videos, die nochmal zusammengeschnitten wurden, die dann in seinem Online-Kurs sind. Ne? Eine selektive Auswahl von YouTube-Videos. Und also warum? Weil er eben die besten Sachen, die er zu bieten hat, schon bereits sowieso schon auf YouTube rausgehauen hat, schon vor Jahren teilweise. Ne? Und als ich zum ersten Mal seinen YouTube-Kanal gesehen habe, hat mich das auch von den Socken gehauen, was er da alles raushaut gratis. Ne? Das ist schon jetzt 5 Jahre her oder sowas. Ja, damals war ich auf dieser Summit. Aber das ist nicht meine Strategie, das werde ich garantiert nicht machen. Ja? Denn ich habe mir bei Mehr Geschäft auch genau auf den Gründen bei Mehr Geschäft noch nie irgendwas gebucht, was mehr gekostet hat als wie ein paar Euro, weil ich würde dort auch nie mir einen Consultant oder irgendwas, eine Weiterbildung oder was buchen mit 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder sonst irgendwas, weil ich ja weiß, okay, der beste Content ist doch sowieso schon auf YouTube. Ja? Und das ist meine persönliche Meinung diesbezüglich, die darf ich ja haben. Na? Und auf meinem Kanal, wenn du wirklich in den Nitty-Gritty, sagen die Engländer, na? Also wenn du wirklich ins Detail rein möchtest, ja, dann bitte bei mir dir die halbe Stunde Zeit nehmen und dir bei mir einen Call suchen, buchen, ja, einen Termin aussuchen, hier unten irgendwo ist der Link dazu oder auf klein-marketing vorbeikommen, kleinmarketing.com, klein-marketing.com und, oder thomasklein.consulting. Ich habe mehrere verschiedene Domains, klein-marketing.com, wenn du mit dir merkst, passt schon. Ja? Oder auch einfach dir nochmal ein bisschen Gedanken machen, kannst auch gerne den Kanal abonnieren, ja, dir noch ein paar mehr Videos anschauen, um mich noch besser mich kennenzulernen sozusagen. Und dann würde es mich echt freuen, wenn wir einfach mal ins Detail reingehen. Ja? Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in meiner Strategie-Session, 30-minütig. Wir nehmen uns da genauso Zeit wie du. Ja, also ich denke mal, meine Zeit vom Stundensatz her ist eventuell genauso hoch oder vielleicht sogar noch viel höher wie deine. Also wenn ich das mal jetzt umrechne. Wir haben zum Beispiel dann auch einen Folge-Workshop, wenn du dich nicht gleich verpflichten möchtest auf eine langfristige Zusammenarbeit. Der kostet dann 975 Euro, der ist aber 2 Stunden lang. Also so gesehen ist mein Stundensatz ungefähr 250 Euro, 240 Euro, 235 Euro wert, so gesehen. Ja. Und wenn ich mir da jetzt eine halbe Stunde kostenlos für dich Zeit nehme, dann investiere ich ja auch 130 Euro meiner Zeit. Ja. Okay, also ich freue mich. Bis dahin, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Wir sehen uns. Ciao, ciao.